Hallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybounce. Zuerst einmal Entschuldigung, dass ich es wieder nicht hingekriegt habe, mich an meinen mir vorgegebenen Upload-Plan zu halten, dass nicht mehr als ein Tag zwischen zwei Aufnahmen sein kann, soll. Es sei denn natürlich, ich kündige was an, dass ich irgendwie für zwei Wochen weg bin und deswegen nur jeden zweiten Tag was kommt. Ich habe es wieder mal geschafft, das nicht zu schaffen. Aber ich nehme an, aber ich bin zumindest der Meinung, das ist sehr begründet. Zuerst einmal möchte ich mich aber bei einer ganzen Menge Leuten bedanken, die mir Donations gemacht haben. Transformography 3 Bücher und Stuff und Money. Und am krassesten davon war Jambo. Ich weiß nicht, wer ihn noch von Factions kennt. Jedenfalls war Jambo auch mit meiner Faction, war auf Pitforge noch. Und er ist hier gequittet, weil Pay to Win, ja, mochte er nicht so doll und hat mir seinen ganzen Stuff hinterlassen. Und das ist einfach doppelkistenweise. Ich meine, okay, ein paar Sachen davon habe auch ich gemacht, aber vielleicht ein Viertel oder sowas, Viertel, ein Drittel davon kam von mir. So, jetzt zu der Sache, warum ich nicht den letzten Tag, also gestern, ein Video hochgeladen habe. Zwar lag das an dieser Maschine. An der habe ich zwei Tage lang getüftelt. Und was sie kann, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Beziehungsweise wie sie funktioniert. Denn das ist eine halbautomatische Transmogrify 3 Potion Farm. Und ich brauche mir jetzt einfach mal hier schnell so eine Transmogrify 3 Potion. Ich habe übrigens 22 Millionen. Vorhin hatte ich noch ein bisschen mehr. Allerdings habe ich es hingekriegt, versehentlich einen Enderman-Spawner zu kaufen. Obwohl ich eigentlich, ja, einen IG kaufen wollte. Ich hatte vorhin fast 40 Millionen. Jetzt habe ich halt nur noch 22 Millionen. Das ist ein bisschen RIP. Aber egal, ich kriege das schon wieder rein. Ich habe nämlich jede Menge in Transmogrify-Bücher investiert. Hier noch Blaze Powder. Und was fehlt jetzt noch? Noch ein Arcane Dust mehr. Lol. Wurde das erhöht? Und hab dann hier wie. Nein, verdammt, ich habe mein letztes Legendary Relic geplaced. Oh nein. Cool aussieht's. Oh Gott. Ah, jetzt muss ich eins kaufen. Na, prima. Gut, die letzten Sekunden verlaufen, dann kaufe ich für 700k ein Legendary Relikt, was komplett übertrieben ist, aber ich brauche es halt. Dann passe ich auf, dass nicht nochmal so ein Fail passiert. Da habe ich es. Okay, also Glasbottle, Relikt, Rune, Mortal Stone, Blaze Powder. Ah, verdammt, ich habe schon wieder den Dust rausgetan. Ist das denn möglich? Zack. So. Rein. Jetzt die Stones. Oder die wertvollen Sachen. Ups, Glasflasche rein. Und jetzt Arcane. Ups, sada. Hä? Jetzt habe ich plötzlich nur eine Arcane Dust gebraucht. Was ist denn das für ein Bug? Oder was auch immer. So, jetzt zeige ich euch, wie krass OP das Ding ist. Ich muss mir hier nur meine Spitzhacke suchen. Ach du Gott, wo habe ich die wieder hingetan? Vermutlich in der Wertvollkiste? Nein. Ah, hier. Gut. Mal schnell die Leute auf meiner Insel beruhigen. So, und jetzt buddel ich mich hier nach unten. 5, 6. Genau. Jetzt Transmogrify 3 Potion. Geworfen. Zack. Ah, das ist aber mies. Sind gerade nur. Ah nee, doch, da sind ein paar von diesen coolen Mossy Stones. Da war der erste. Kam eine Angsthirnschule raus. Okay, das ist jetzt nicht so OP. Aber hier sehe ich gleich den zweiten. Da ist er. Und es droppt raus eine Warzone Crate. Okay, nice. Lol, ein Mystic Timber gedroppt. Cool. Dann, ich will aufmachen.
Ein Legendary Relikt? Okay. Das heißt, mir fehlt nur noch ein Immortal Stone. Ey, ich will abbauen, Mann. Und es droppt ein Immortal Stone GG. Und ihr seht, was ich meine. Man hat jetzt hier super krasse Sachen bekommen. Und ich kann mir jetzt einen weiteren Transmogrified Stone Potion brauen. Jetzt reserve ich hier erstmal kurz Emeralds, baue diesen riesigen Erzhaufen ab. Und dann zeige ich euch mal, wie ich damit Money mache. Das geht nämlich richtig flott. Ich baue dieses Ding hier ab und anschließend zeige ich euch dann noch hier. Das kannst du behalten. Anschließend zeige ich euch dann noch, wie diese Maschine funktioniert. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, cutte ich das raus? Wie? Ja, komm, ich cutte raus, wie wir dieses Ding abbauen. So, wir haben schon zwei Immortal Stones, aber nur ein Legendary Relic. So, und hier rein tue ich jetzt einfach mal die ganzen Sachen, die ich daraus bekomme. Und die Erze packe ich dann hier drüben in die Kiste rein. Obwohl, nein, ich mache es als Zeitraffer. Zeitraffer. Also, erstmal vielen, vielen Dank an alle, die geholfen haben. Das waren, soweit ich weiß, hier Sleeping John, Felix, Jona. Und ich weiß nicht, ob Jonil oder Johns Eigentum da noch mit beschäftigt waren. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal so ein bisschen durchgucken und mir die Sachen nehmen, denn ich möchte natürlich 1 Million, 2 Millionen da rausbekommen an Money, sonst wäre es für mich ja ein Minusgeschäft. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal die ganzen Erze, die gleich verkaufbar sind, raus, gehe zum Spawn. Oh, hier hat mir jemand. Ah, der Felix Jona. Dankeschön. Hier hat mir jemand Sachen gedroppt. So, hier habe ich auch nochmal 2 Angst-Jones und ihr seht, da kamen super viele Sachen gedroppt. Ich werde auch heute Abend mal eine Party machen, wo wirklich komplett nur ich die Sachen abbaue. Also, wo ich das hier nehme, komplett irgendwie 13 Mal voll mache und dann immer abbaue und mal sehen, ob ich da 50 Millionen toppe und einen Immortal-Shard bekomme. Ah, perfekt. 2 Millionen plus gemacht. So muss das sein. Und jetzt stellt euch vor, dass du etwa mal 3 mal 4, also man kann schon 10 Millionen dadurch bekommen. So, hier habe ich nochmal Ancient Runes. Die tue ich hier hinein. Genau, da haben wir wieder genug für 2 Potions. Und jetzt zeige ich euch mal, wie dieses System funktioniert. Man hat hier unten diese Knöpfe und es basiert auf diesem System, dass man hier also man musste erst das erste Layer machen. Dabei wird hier eine unendliche Wasserquelle unten erzeugt. Hier. Und danach drückt man halt nochmal, damit die Wassereimer in den Dispensern sich wieder auffüllen. So. Hier. Seht ihr, die Wassereimer sind wieder aufgefüllt. Und dann fließt von hier oben Lava runter auf Knopfdruck. Diese Lava lässt dann das Wasser hier zum Cleanstone werden. Einziges Problem, was ich habe, ich habe mich leider um einen Block verrechnet hier an diesen Seiten. Habt ihr ja schon gesehen. Naja, da habe ich noch nicht gezeigt. Seht ihr gleich. Und diesen einen Block, den ich mich verrechnet habe, habe ich halt das Problem, dass ich die immer manuell zumachen muss. Aber egal, das passt schon. Damit kann man etwa 9000 Cleanstone pro 20 Minuten etwa dauert das, um das voll zu generieren. Es sei denn, man ist richtig schnell und gut eingespielt, dann dauert das natürlich nicht so lang. Aber so in etwa 9000 und das geht ziemlich schnell. Wie ihr hier sehen könnt. Etwa 9000 Cleanstone, das war jetzt hier das erste Layer. Das ist jetzt fertig und das sind jetzt schon 21 mal 21 Cleanstones, die entstanden sind. Ups, da war wohl jemand schneller als ich. So. Danach kommt das zweite Layer dran. Warte kurz, mal gucken. Alle Blöcke müssen zu sein, das ist ganz wichtig. Übrigens, ich werde diese Maschine hier nicht als Tutorial machen und auch nicht bauen. Es sei denn, jemand kommt an, ey, ich gebe dir 50 Millionen dafür. Dann würde ich mir das, glaube ich, nochmal anders überlegen und es doch bauen.
Aber ich habe nicht vor, das zu bauen, denn es war so endlos viel Arbeit, dieses Gerät zu entwerfen allein. Ich habe irgendwie, ich glaube, 5 Stunden reine Bauzeit waren es mindestens, um dieses Ding zu entwerfen. Und ich habe nicht vor, das nochmal zu machen. Also außer auf meiner neuen Insel, wenn das wird. Und apropos neue Insel, wenn das wird. Ich habe die Bewerbung für den Rang geschrieben, abgeschickt. Das Problem ist, Bajan Canadian war auf Blackshore das letzte Mal vor 2 oder 3 Wochen online und hat seitdem auf nichts mehr reagiert. Vielleicht hat da jemand Lust, ihn mal ganz freundlich zu fragen, ob in den Kommentaren, ob er da mal vorbeischauen kann. So, ich hoffe mal, jetzt beim Felix Jona ist die Pickaxe nicht verloren gegangen. Nein, die wurde aufgesammelt. Cool. So. Dann muss ich mir wieder Blöcke holen. Ach nee, habe ich im Inventar. Die Löcher hier zustopfen. Das ist halt nervig, das muss ich nochmal verbessern. Aber das schaffe ich schon. Es wird relativ easy. So, dann kommt das nächste Layer. Wohl kann mal jemand. Ich frage mal nach, ob jemand auf den Knopf 3 drücken kann. Kann mal, please, jemand auf den Knopf 3 drücken. So, dann zeige ich euch mal, wie es aussieht. Genau. So sieht das aus. Nochmal. So, und dann füllen sich die leeren Sachen hier, die leeren Eimer, wieder mit Wasser auf. Seht ihr hier? Sehr schön. Damit sind sie wieder voll und hier nun endlich Wasserquellen. So, dann drückt man hier diesen Knopf und ihr seht, das wird hier alles mit einmal angeschaltet und auch mit 100%iger Effizienz, also nicht so, dass man einen Repeater blockiert. Denn wenn es ist so gemacht, dass wenn ein Repeater blockiert ist, dann das Redstone-Signal an alle gar nicht weitergehen kann. Das heißt, entweder alles oder gar nichts. Gut, dann kann ich wieder ausschalten. Hier unten wieder Blöcke rein placen. Zack, zack. Ja, ist halt ein bisschen nervig. Zack. Und damit haben wir jetzt hier schon 3 Blöcke nach oben eine riesige Gleanstone-Fläche gebaut. Und so geht es halt immer weiter. Und ich würde sagen, ich würde behaupten, man braucht vielleicht eine Viertelstunde dafür, um das komplett auszubauen. Und es ist so krass. Ich bin so stolz auf diese Maschine. Meine, wenn ich heute Abend da hinsetze und meine ganzen 15 Transmogrify-3-Bücher, ich habe insgesamt 18 Millionen in Transmogrify-Bücher investiert, falls jemand verkauft, nehme ich übrigens gerne welche. 1 Million beinahe immer gerne. Ja, falls jemand verkauft, wie gesagt, kaufe ich. Und ansonsten denke ich mal, kann ich damit schon so 40, 50 Millionen daraus machen und versuche mal so Road to 60, 80 Millionen hinzukriegen und mir dann einen Immortal Shard zu kaufen, falls irgendjemand Immortal Shard verkauft und ich 60 Millionen habe, denke ich mal, würde ich da gerne mal mit verhandeln, denn Immortal Shard Opening wäre schon geil. So, letzte Sache für heute. Ich habe einen Soulstone. Was mache ich mit einem Soulstone? Ah, warte, erstmal besserer Abschluss für die Folge. Jemand, mit dem ich vorhin so ein bisschen geschrieben habe, macht gleich Skydrop. Das heißt, ich hole mir mal meine PvP-Sache. Ach du Gott, wo habe ich die denn schon wieder hingetan? Hier, war das hier? Ja, genau. 1, 2, 3, so. Pfeile, dann Dispels, oh Gott, Äpfel, Flash Heals, Expels, Bad Bombs, Ender Pearls, nehme ich mir noch ein paar mehr mit. Und Slash Spawn. Dann gehen wir mal in die Warzone zu einem coolen Spot. Und schreiben ihm dann Ready. Ja, ich beeile mich schon, ich beeile mich schon. Dann renne ich mal zum Spot, kurzer Cut. Obwohl, ich glaube, ich gehe nur zu diesem Kistenspot hier. Ich schreibe jetzt schon mal Go. Mal sehen, ob ihr das auch liest. Ja, so. Ah, lol, sogar ein super Skydrop. Okay, krass. Herkules Helm nimmt mir auch mal mit. So, Rage aktiviert. Dann hier rüber. Hier rüber zur nächsten Chest. Ich hoffe,
dass dieser Gang in die Warzone nicht so endet wie der letzte, wo ich dieselbe Route gelaufen bin. Da wurde ich ja dann gekillt. War of the Immortal. GG. Warum nicht? Eine Minute Orb of Immunity. Auch nicht schlecht. So, dann porte ich mich mal hier rüber auf die Insel. Genau, gönn mir diese Kiste hier. Oh, da ist jemand. Wer ist da? Oh, oh, oh. Sieht aus, als wäre da ein Kill. Ey, was soll denn das? Du kannst dich nicht einfach wegporten. So, Enderbow. Ha, hab ihn nochmal im Combat geholt. So, hier nochmal Combat. Ah, langweilig. Ah, verdammt, nicht, dass er jetzt out of combat kommt und sich ausloggen kann. Ha, nice, ich hab ihn nochmal gehittet. So. Dann töte ich den halt. Oh, guck mal, das ist Mumox. Warum fightet er denn nicht? Ah, oh, Mann. Du kriegst ihn mit K. Ja, natürlich krieg ich ihn. Ich habe aber keine Magnets dabei. Das ist das Problem. So. Los, los, komm, kill. Das wäre, glaube ich, mein erster Full Enchant Gear Kill. Den ich wirklich selbst allein gemacht habe. Wo ist er hin? Ah, da. Er ist schon ziemlich low. Nicht mehr lange ist er down. Ah, verdammt, jetzt frisst der Gottapfel. Come on. Expel. Mach ich mal hier Bad Bomb. Lol, der hat mir jetzt ganz schön krasse gedrückt. So, komm, jetzt hier. Zack, zack, zack. Ja, den krieg ich jetzt. Rage aktivieren. Oh, oh, Damage. Wann kommt er wieder? Hey, wo ist er hin? Er ist weg. Habe ich ihn getötet? Hm. Okay. Also ich weiß jetzt nicht so genau, wo er hin ist. Vielleicht hat er sich mit der Enderperle irgendwie hier hingeportet. Ach nein, als ob der mir jetzt entkommt. Boah, ist ja schlimm. Na gut, dann mach ich hier weiter Skydrop. Schade, dass ich ihn nicht gekriegt habe. Ich habe aber gar nicht gesehen, ob er sich mit der Enderpearl irgendwo weggeportet hat. Already looted, ja, natürlich. Boah, ich hätte, glaube ich, nicht fighten sollen. Letztendlich hat mir der Fight halt nichts weitergebracht. Lol, der hat jetzt die letzten Super Skydrop Chests mit seinem Skydrop überschrieben. Aber okay. Dann gönne ich mir halt nochmal die Sachen. Dann hier Enderpearl nach oben. Die Chest hier, gibt's was Gutes. Orb of Fly. Ja, nicht getroffen. Dann. Warum treffe ich nicht? Jetzt. Hey, der hatte gar nichts im Inventar. Oh, hat er nicht die Chest gelootet? Oh, guck mal, da ist der nächste Kill. Lol. Das war easy. Ich habe sogar Magnets bekommen. Der hatte offensichtlich diese Chest hier gelootet. Noch ein Kill. Lol, ist er hochgebackt oder hochgeflogen? Wo ist er hin? Da? Ah, komm schon, meine Bow-Skills haben mal wieder Best. Was war das denn für ein Satz? Haben mal wieder Best. Ich glaube, ich renne lieber nach hier drüben zu so einem anderen Spot. Sorry. Dann mal hier rüber gucken. Da sind nochmal zwei Chests. Ich glaube, die gönne ich mir auch nochmal. Also, das ist jetzt echt gerade krass mit den Skydrops. Hier, Chest. Nee, warte, lol. Die Chest ist hier. Irgendwas. Gut, lol. Already dead. Okay.
dann hier hochgucken. Ist die auch already gebootet? Ja, die wurde auch schon gebootet. Ach Mann, dann war bestimmt auch schon jemand hier drüben, oder? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und dann kann ich die nächste Bedbomb werfen. Und genau den Sprung nicht schaffen. So, mal gucken. Hier oben. Lol. Da oben, die Chest. Scheint noch nicht gelootet zu sein, oder? Oh, guck mal. Das Keep Calm. Er ist weg. Hat er sich ausgelockt oder was? Oder ist er nach hier drüben gegangen? Hä? Ist er hinter mir? Ah, warte mal, den kenne ich doch sogar. Ja, ich lasse ihn mal in Ruhe. Loot wie bei Chests. Hallo, Enderperle? Schon mal was von Ankommen gehört? Immer diese Enden. So, dann hier hoch zu der Chest. Was Cooles? Guillotine 10? Ja, das würde ich sagen, nehme ich mir mal mit. Aha, guck mal, hier im Chat wird gerade richtig gekillt. Schon viele neue Grips. So, Guillotine brauche ich jetzt nicht nochmal. Dann wieder nach oben. Nein, ach komm schon. Ey! Komm schon, Ender Pearl. Ja. So, dann zu der Chest. Irgendwas Cooles, Scharfes. Ich bin komplett. So, und hier runter. Ach, only crap. Mann, Enderperlen, kommt doch bitte mal an. Genau so muss es sein. So, ich hoffe, dass... Lol. Ich hoffe, das war jetzt ein schöner Folgenabschluss. Nochmal Skydrop und Super Skydrop dabei gehabt. Guck mal, da war der Bankcrafter schon wieder. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.